Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, leider gab es ja in der letzten Woche keine Bücherwoche und es liegt einfach daran, dass ich nach wie vor krank bin und auch gerade das letzte Wochenende, also mir einfach nicht so nach Videodrehen war und ich war jetzt auch diese Woche krankgeschrieben, bin auch im Grunde jetzt noch in der Woche, wo ich jetzt drehe, krankgeschrieben und dachte aber heute hast du Lust über Bücher zu reden und ich habe es mir ein bisschen gemütlicher gemacht, habe ein Kissen im Nacken und für alle die immer wieder fragen, ja, es ist irgendwas im Nacken-Schulterbereich und ich danke natürlich für die Genesungswünsche, die ich überall erhalte und es baut einen tatsächlich schon so ein bisschen auf, wenn man eben auch oftmals hört, dass andere auch so Probleme haben und da geht es einem dann doch irgendwie so ein bisschen besser. Ich war jetzt auch beim Spezialisten, beim Orthopäden und es war wohl tatsächlich ein eingeklemmter Nerv. Es war etwas Eingerengtes, Verrengtes. Er hat das jetzt hoffentlich gelöst. Er selbst hat aber auch gesagt, das kann durchaus jetzt noch einige Tage dauern. Ich wurde jetzt auch getaped hinten am Rücken. Bin sehr gespannt, was das tut. Ich wurde vorher noch nie getaped. Ich habe damit gar keinen Erfahrungswert und es fühlt sich doch sehr straff an und ein bisschen, ja, schon auch unbeweglich ist man dadurch einfach, aber es soll ja die Muskulatur entspannen und ich hoffe einfach, dass es das tut und hoffe dann einfach in der nächsten Woche auch auf Genesung, dass es dann auch einfach wieder ins Büro gehen kann und man ohne Schmerzen sowohl arbeiten kann, wie auch dem privaten Leben nachgehen kann, denn man unterschätzt das ja durchaus und denkt sich, ja, jetzt sitzt man ein paar Wochen, Tage zu Hause und da entspannt man sich. Ich finde es überhaupt nicht entspannend, wenn man ständig irgendwie vor Schmerzen nicht weiß, wie man sitzen oder liegen soll. Oder eben auch merkt, wenn man mal eine Stunde spazieren geht, was bei dem schönen Wetter jetzt in der letzten Woche durchaus auch mal sinnvoll ist, dass man rausgeht und sich bewegt. Man soll sich ja auch nicht zu Hause einsperren. Und man dann aber merkt, oh, der Kopf ist schon wieder so schwer. Und man dann im Grunde sich nur noch nach Hause sehnt, um mal eine halbe Stunde auf die Couch zu kommen, um den Kopf abzulegen. Also es ist nicht angenehm. Es ist nicht mehr so schlimm wie zu Beginn. Die Reizstromtherapie von meinem Hausarzt hat da definitiv geholfen. Auch dadurch, dass ich ja noch Schmerzmittel nehme, ist wahrscheinlich das nicht ganz so stark. Die werde ich jetzt aber auch aufhören, damit man dann eben auch einfach mal 2-3 Tage schmerzfrei ist, bevor man sich dann wirklich 8 Stunden Büro sozusagen da drin erprobt und versucht und hoffentlich dann im Grunde alles gut geht. Also ich kuriere das jetzt ordentlich aus. Und hoffe einfach, dass es besser wird und es wird definitiv besser. Ich denke an einem eingeklemmten Nerv oder ja an diesen 3 Stellen, die es hier waren. Im Nackenschulbereich ist ja auch noch keiner gestorben, hoffe ich zumindest. Das bringt mich jetzt natürlich dann auch direkt auf ein anderes Thema. Und zwar gab es ja in der letzten Woche keine Bücherwoche. Und wie ihr im Titel schon sehen könnt, beschäftige ich mich heute nicht mit 2 gelesenen Wochen, wie man es vielleicht erwartet hätte. Nein, ich möchte nämlich gerne meinen Videodrehrhythmus etwas ändern. Und zwar muss man sich das ja bei der Bücherwoche so ein bisschen vorstellen. Ich lese von Samstag bis Freitag, drehe dann Freitagabend oder Samstagvormittag die Bücherwoche, schneide sie, rendere sie an dem Tag, damit sie Sonntag online geht. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, das habt ihr bestimmt auch immer schon mal gemerkt und ich merke einfach und habe in den letzten Wochen gemerkt, dass es mir unglaublich schwerfällt, so den Samstag dazu frei zu halten, diese 1-2 Stunden fürs Drehen und Schneiden einzubringen, denn gerade am Wochenende und gerade im Sommer, so war es auch im letzten Jahr, da macht man eben einfach irgendwelche Unternehmungen auch am Wochenende, denn als Berufstätiger hat man halt nur das Wochenende Zeit. Und ich möchte jetzt den Rhythmus etwas anpassen. Ich möchte meine Bücherwoche sozusagen jetzt immer Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch drehen, dann in Ruhe schneiden und rendern lassen und sie euch am Samstag hochladen. Für euch ändert sich im Grunde nichts. Ihr bekommt am Wochenende eine Bücherwoche, allerdings nicht mehr die aktuelle Woche, sondern die Woche davor. Ich denke, wenn jetzt sich der Rhythmus einpendelt, fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr groß auf, aber mir erleichtert es einfach diesen Druck,
ne, herauszunehmen, dass ich Samstag dieses Video gedreht haben muss. Und auch in Anbetracht, was so in den nächsten Wochen am Wochenende so ein bisschen stattfindet, wenn man dann eben zum Beispiel samstags auf eine Hochzeit geht oder sich auch einfach ja nicht im gleichen Ort sozusagen trifft, sondern irgendwo hinfährt. Wir haben unsere Kingsianer-Tour, wir haben jetzt die zwei Termine im Mai und Juni und da müsste man ja schon donnerstags drehen, damit das alles, also na, wie ihr merkt, ich glaube, es ist einfach für mich ein bisschen entspannter, wenn ich sagen kann, okay, ich drehe die Bücherwoche nicht Freitag, Samstag, sondern erst Montag, Dienstag und kann dann die Woche sozusagen vielleicht auch bis Sonntag immer laufen lassen und ja, kann dann im Grunde Montag, Dienstag drehen, in Ruhe schneiden, kann das ja auch, also rendern tut das Video sowieso ja von alleine, muss keiner neben sitzen, aber natürlich diese Cover und so einblenden, das muss man natürlich ein bisschen einschneiden und das kann ich dann in Ruhe machen und lade euch dann das Video samstags hoch und so könnt ihr frei entscheiden, ob ihr euch die Bücherwoche samstags oder sonntags anschaut. Und ich glaube, dass es einfach für uns alle, also ein bisschen entspannter sozusagen ist, zumindest auf jeden Fall für mich und ich glaube auch, dass ihr das ganz gut nachvollziehen könnt. Und wie gesagt, für euch ändert sich ja im Grunde nichts, außer dass ihr eben nicht eine aktuelle Woche habt, sondern eine Vorwoche. Und solltet ihr auf Lovely Books zum Beispiel oder Instagram oder Facebook ein Buch sehen, was ich gerade lese, dann wisst ihr eben, oh, es kommt nicht diesen Samstag, sondern eben erst die Woche drauf, was ich glaube jetzt auch nicht so dramatisch ist. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, ob dieser Rhythmus jedem so immer klar war, wie sich diese Bücherwoche gestaltet. Natürlich werde ich versuchen, so die aktuellen Themen so ein bisschen mit reinzunehmen. Also wenn mir irgendwas Dienstag schon einfällt, was die Woche irgendwie betrifft, dann kann man das natürlich durchaus sagen und dann seht ihr das natürlich am Wochenende. Und ja, so viel zum neuen Rhythmus. Dementsprechend seht ihr heute die Bücherwoche sozusagen von vorangegangener Woche und in der nächsten Woche dann von dieser Woche. Und ja, ihr könnt mir da ja gern eure Gedanken mal dazu schreiben, ob euch das, also ob euch das überhaupt so bewusst war, wie sich diese Bücherwoche gestaltet und ja, ob das jetzt, ja, ob ihr denkt, dass das auf jeden Fall auch gut ist und ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, so ein bisschen diesen Zeitdruck übers Wochenende herauszunehmen, sodass auch ich am Wochenende einfach frei habe und ein bisschen entspannen kann, was ich glaube auch einfach notwendig ist und im Sommer, wenn natürlich das Wetter schön ist, dann will man ja sowieso gefühlt nur raus, zumindest ich. Und ja, jetzt aber, denke ich, starten wir mit den Büchern. Es war eine sehr E-Book-lastige Bücherwoche. Ich tue mir nach wie vor sehr schwer mit dieser Bewegung, den Arm so umzudrehen. Also ich mache es auf der Seite mal vor. Also so im Grunde das Buch zu halten, nach unten schauend, tue ich mir nach wie vor sehr schwer, weil mir diese Bewegung wirklich im Nackenschulterbereich unglaublich wehtut. Ich habe es beim Leseclub-Buch gemerkt, so diese 40 Seiten, 50 Seiten, das ging gerade so. Ich habe es auch ganz oft im Bett gelesen, einfach hingelegt, sodass ich dann auch bequem gelegen war. Und dann ging es ganz gut. Aber alles andere ist tatsächlich nicht machbar und daher wirklich nur E-Books gelesen und zwei Hörbücher gehört und ich denke, damit starten wir jetzt einfach und ich stelle euch die Bücher vor. Ich versuche alles wieder einzublenden, möglichst nichts lange dann auch irgendwie was hochzuhalten und einfach um so ja, gemütlich wie möglich zu gestalten. Begonnen hat die Woche mit Der Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson. Das ist der vierte und letzte Teil der Chroniken der Verbliebenen und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, endlich das Ende dieser tollen Reihe zu lesen und habe mich sehr gefreut, dass ich dieses E-Book dann eben auch zur Verfügung gestellt bekommen habe und es somit auch lesen konnte. Dann habe ich gehört Cain und Abel, der erste Teil der Cain-Serie von Jeffrey Archer. Ich hatte ja Hörbücher sehr vermisst und ja, habe dann eben einfach mit der anderen, neueren ja, Serie, Reihe von Jeffrey Archer begonnen. Beziehungsweise ist das ja die ältere Reihe, die ja schon aus den 70ern ursprünglich kommt. Dann habe ich gelesen von der lieben Jackie Felgut, Verliebt in Miami. Ihr neues Buch ist nun, wenn ihr das Video seht, auch endlich da. Und ich habe mich so, so gefreut und ich finde dieses Cover, da müssen wir später auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Das finde ich nämlich wirklich großartig. Dann habe ich gelesen von Genki Kawamura, Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden. Eine recht kurze Geschichte, die mich vom Klappentext her schon sehr, sehr angesprochen hatte und auf die ich mich wirklich auch sehr gefreut hatte. Und dann habe ich noch gehört, Die Königschroniken, ein Reif von Eisen von Stefan M. Rother.
Da habe ich ja ganz unabhängig voneinander von zwei lieben Menschen eine Buchempfehlung sozusagen bekommen. Und dann habe ich mir hierzu das Hörbuch geschnappt, denn auch der zweite Teil kommt jetzt raus oder ist schon rausgekommen. Und somit kann ich mir den dann jetzt auch im Mai auf jeden Fall anhören. Und dann war ja auch Leseclub-Zeit und dementsprechend habe ich auch meine Abschnitte in Die Wahrheit über den Fall Harry Quibert von Joel Dicker gelesen. Mittlerweile ja auch schon beendet, aber dazu dann natürlich später ein bisschen mehr. Auch gibt es serientechnisch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe The Terror beendet, die Serie, und mittlerweile ist ja auch Westworld, die zweite Staffel, da. Auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Und das Gewinnerbuch für den Leseclub Mai ist auch schon da und ja, festgelegt, und ich denke, dazu werde ich auch zwei, drei Sätze sagen. Und ja, unglaublich. Wahrscheinlich 10 Minuten jetzt gequatscht, ohne irgendwas über die Bücher erzählt zu haben. Aber wir beginnen wieder der Reihe nach. Der Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson ist der vierte und letzte Teil der Chroniken der Verbliebenen. Ist ja im Englischen eigentlich eine Trilogie. Bei uns wurde ja der dritte und abschließende Teil in zwei Teile aufgeteilt, sodass wir jetzt eben eine Tetralogie haben. Und ich war einfach mega, mega gespannt, wie diese Geschichte enden wird. Insgesamt hätte der dritte und vierte Teil jetzt eben um die 800 Seiten. Und ich frage mich, ob es wirklich nicht möglich gewesen ist, uns deutschen Lesern das zuzumuten. Also klar war natürlich der dritte Teil mit etwas über 500 Teil, der erste Teil mit über 500. Ich glaube, der zweite auch natürlich schon dünner, als es dann Teil 3 gewesen wäre, wo man jetzt auch überlegen könnte, hätte man da irgendeinen Einfluss nehmen können. Aber ich glaube, wie halt bei einem Autor eine Geschichte entsteht, der achtet nicht auf irgendwelche Seitenzahlen, denke ich mir zumindest. Und ja, von daher kann man natürlich jetzt auch der Autorin gar keinen Vorwurf machen. Ich finde es eher schade, dass man im Deutschen nicht eher ja diesen 800 Seiten starken Band herausgebracht hat, den gerne ein bisschen teurer gemacht hätte, als eben zweimal diesen regulären Preis zu nehmen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich möchte gar nicht allzu viel in diesem Video über den letzten Teil erzählen, denn ich plane ein im Band von Buchreihen-Video, wo ich dann eben ein bisschen ausführlicher auf die Reihe eingehen möchte. Dementsprechend werde ich jetzt hier die Rezi einfach ein bisschen kürzer halten, ja, um natürlich ja die Spannung nicht herauszunehmen für das im Bann von Buchreihen-Video, weil ich finde es ist eine Buchreihe, die mich absolut gebannt hat, die mich seit Februar, März 2070 wirklich gefesselt hat. Die hat es auch absolut verdient, dass man daraus im Grunde ein Extra-Video macht. Ja, es geht ja in der Geschichte von der Chronik der Verbliebenen um Lia, die verheiratet werden soll mit dem Prinzen aus dem nächstgelegenen Königslanden, einfach um Sicherheit und Frieden zu garantieren, und sie selbst ja, findet das aber überhaupt nicht wirklich gut und findet auch so die ganzen Machenschaften an ihrem Hof selbst nicht so gut, und so flüchtet sie zusammen mit ihrer Zofe Pauline, ja, flüchtet sie im Grunde und ja, entgeht dieser Hochzeit. Allerdings sind ihr zwei Männer auf den Fersen im ersten Teil, nämlich ja, der Prinz selbst und auch ein Attentäter sind ihr auf den Fersen, und die beiden Männer geben sich als etwas anderes aus, als ja, Fellhändler oder auch Bauer, und ja, versuchen so ein bisschen hinter die Gedanken von Lia zu kommen. Wir selbst wissen anfangs eben auch nicht so richtig, wer ist wer. Wir erfahren ja aus der Sicht von Lia, wie sie mit den beiden Männern spricht, und erfahren da so ein bisschen was. Gleichzeitig lesen wir eben auch Perspektiven vom Attentäter und vom Prinzen. Man bekommt aber nicht gleich heraus, wer ist wer. Und das fand ich ja im ersten Teil großartig. Und diese großartige Spannung, diese großartige Geschichte über diese Verwicklungen, über was sich da für Freundschaften, Lieben anbahnen, was für rebellische Gedanken da aufkommen, um eben ja die Königreiche irgendwie ja in Frieden leben zu lassen, und ja, auch was der Attentäter eigentlich vorhat, wer ihn schickt, wie der Prinz es fand, dass er im Grunde vor dem ja, Hochzeitstag allein sitzen gelassen wurde. Das erfahren wir alles sehr schön spannend im ersten Teil. Natürlich möchte ich jetzt nicht den vierten Teil irgendwie spoilern. Man merkt dem vierten Teil natürlich an, dass er eigentlich keine eigenständige Geschichte ist, sondern definitiv zu Teil 3 gehört, denn Teil 3 und 4 sind eben ein Buch. Man hatte schon im dritten Teil gemerkt, dass das im Grunde einfach nur ein Teil von der Geschichte ist, dass dieser Aufbau, dieser abgeschlossene Aufbau, den es ja durchaus in Teilen eben gibt, dass der nicht gegeben war und dass der auch an der Stelle endete, wo man gemerkt hat, das ist eigentlich nicht ein
echt das Ende eines Teiles und dass der dann wirklich fließend in den vierten Teil übergeht. Und das, wenn man es als Ganzes sozusagen betrachtet, und das muss man, glaube ich, auch einfach, dann war auch der vierte Teil wirklich großartig. Er war spannend, er war packend, er hat das Ende wunderbar erzählt. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ende, mit dem ganzen Ausgang, mit all den Dingen, die sich im Grunde geklärt haben. Und mich hat der vierte Band wirklich auch sehr, sehr überzeugt. Überhaupt der ganze Sprachstil von Mary E. Pearson gefällt mir unglaublich gut. Auch diese Welt, die sie erschaffen hat, so dieses mittelalterliche High Fantasy, das nicht zu intensiv ist, nicht zu groß ist, weil es natürlich auch ein Jugendbuch ist, was ich einfach großartig fand, dass man trotzdem eine gewisse Tiefe hat, eine tolle Charakterentwicklung, und der vierte Teil hat mir wirklich auch gut gefallen. Überhaupt ist eben diese ganze Reihe dieser vier Teile wirklich großartig geschrieben und ich mochte sie tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich bin ja Jugendbuchgeschichten immer mal ein bisschen kritischer, aber auch hier muss ich wirklich sagen, dass die mich überraschenderweise absolut begeistert und gepackt hat und wirklich von dem ersten Buch an über die ganze Reihe, und es gab auch keinen schwächlichen zweiten oder gar etwas komischen dritten, weil es ja dann noch einen vierten Teil gibt, sondern insgesamt ist das wirklich eine großartige Reihe und ich freue mich schon ein bisschen intensiver mit euch darüber zu sprechen, wenn ich das im Band vom Buch rein Video tue, und kann wirklich nur eine Empfehlung für diese Reihe aussprechen, die mir wirklich großartig gut gefallen. Und da Hören eben manchmal doch entspannender war als Lesen und ich das auch sehr, sehr vermisst habe, Hörbuch zu hören, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Bücherwoche auch schon erzählt, hatte ich mir ja über Audible den ersten Teil der Cain und Abel Serie geholt von Jeffrey Archer mit dem Titel Cain und Abel oder Cain und Abel, aber es wird definitiv eher Englisch ausgesprochen, wo ich beim Titel mich anfangs so dachte, wird das jetzt hier irgendwas Biblisches, weil ja die Namen doch so ein bisschen aus dieser Richtung kommen, und wurde aber zum Glück eines Besseren belehrt. Das ist eine überarbeitete Fassung. Ursprünglich ist diese Reihe aus den 1970er Jahren und Jeffrey Archer hat diese überarbeitet und irgendwie als Kommentar auch gesagt, so ist die Geschichte jetzt, wie sie eigentlich schon immer sein sollte. Und wir haben hier eben zwei Handlungssträngen. Zum einen begleiten wir Abel Rosnowski und eben auch William Cain, was jetzt diese Namenskombination sozusagen ergibt aus dem Titel. Und wir beginnen die Geschichte irgendwann Anfang von 1905 oder 6 und lernen Abel kennen als sehr jungen Jungen sozusagen, der in Polen aufwächst und dort im Grunde auch erfährt, dass seine Familie gar nicht so richtig seine echte Familie ist, beziehungsweise der Vater, und er im Grunde als Vater den Baron vor Ort irgendwie hat und der dann zusammen mit seinem Bruder sozusagen dort dann auch aufwächst als Spiel- und Lerngefährte. Und dann passiert eben, dass die Russen in Polen einwandern, das überrennen und einnehmen, und erfahren dann eben, wie es mit Abel innerhalb dieser Geschichte weitergeht, wie er Kriegsgefangener wird, wie diese Zeit so sein wird, wie auch dann eben seine Auswanderung gelingt in die USA und wie er dort eben sich zum Hotelmanager im Grunde hocharbeitet, und das wirklich in einer sehr ausführlichen und schönen Geschichtenerzählung. Auf der anderen Seite haben wir eben William Cain, den wir eben auch als Kind schon kennenlernen, als Erben eines gigantischen Vermögens, denn sein Vater ist Bankpräsident von irgendeiner relativ großen Bank, es wurde da ein paar Mal schon benannt. Abel hatte ihn sehr, sehr bewundert, doch dann kommt eben so die Zeit der Wirtschaftskrise und es beginnt ein lebenslanger Hass dieser beiden, die immer wieder in Konkurrenz stehen, die immer wieder versuchen, dem anderen irgendwie ja in die Suppe zu spucken, und das beeinflusst eben dann natürlich auch die nachkommende Generation, und so wird im Grunde diese Lebensgeschichte dieser beiden Männer erzählt und geht im Grunde, ich glaube, bis irgendwann in die Ende 60er, Anfang 70er Jahre, und wir haben hier wirklich ein sehr großes Zeitfenster, was auch direkt schon mein großer Kritikpunkt ist. Bei der Clifton-Saga war es hier so, dass wir pro Teil in etwa 6 bis 8 Jahre gehört haben, dass wir da aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte erzählt bekommen haben, immer mal neue, andere sind wieder weggefallen, und ich das ja wirklich sehr, sehr gefeiert habe. Hier haben wir mehr oder weniger diese beiden Perspektiven, was auch durchaus Sinn macht, aber eben in der Zeit, in der wir hören, wirklich auch 60, 70 Jahre. Und das fand ich persönlich fast ein bisschen viel. Es sind manchmal so 10 Jahre irgendwie, ja, im Grunde ins Land gegangen, ohne dass wir was erfahren haben, um dann an irgendeinem
irgendeinem Punkt wieder dabei zu sein. Und ich fand, dass sich so die Charakter nicht so aufbauen konnten, wie es in der Clifton-Saga war, dass die Charakter einem nicht so nahe gekommen sind, wie es bei der Clifton-Saga der Fall war und dass man immer so einen nötigen Abstand zu den beiden Charakteren hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade, weil ja gerade das zum Beispiel in der Clifton-Saga wirklich großartig war, dass man sich gefühlt in alle Charaktere hineinversetzen konnte, ihre Entwicklung miterlebt hat. Durch dieses Parallele immer wieder haben wir von dem Charakter was in dieser Zeit erfahren und das hat mir hier tatsächlich ein bisschen gefehlt. Es ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau, denn die Geschichte ist wunderbar erzählt. Es gibt tolle historische Fakten, Dinge, die eben aus der Geschichte mit hineingeflossen sind. Man bekommt Zusammenhänge viel, viel deutlicher klar vorgestellt, die einem vielleicht noch so gar nicht bewusst sind, wie sie geschichtlich waren. Ich muss sagen, ich habe mich nicht mit der Geschichte von 1905 und den Russen einfach in Polen beschäftigt. Das hat mich tatsächlich noch nicht wirklich interessiert. Aber man erfährt solche Dinge, man kann solche Dinge ein bisschen besser greifen, man versteht die Zusammenhänge und Jeffrey Archer schafft es eben wieder so dieses Fakten, dieses Historische mit eben ja, Charakteren, mit Leben zu füllen, etwas an Leben hinzuzubringen, dass man eben auch merkt, was hatte das für einen Einfluss auf den jeweiligen Menschen, was haben da einzelne Menschen dabei gedacht, gefühlt, wie ja, funktionieren eben Menschen, wie funktionieren Leben, und das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber das fand ich wirklich großartig. Jeffrey Archer kann Geschichten erzählen, er kann dieses beide wunderbar miteinander mixen, auch diese Feindschaft dieser beiden hat er großartig erzählt, dass es immer wieder logische Gründe dafür gab, dass sie sich über den Weg liefen und dann eben auch Hass irgendwie zueinander hatten und ja eben auch diese nachfolgenden Generationen, um denen es ja dann im zweiten Teil zum Beispiel vermehrt geht, dass man das im Grunde hier schon ein bisschen begreift, versteht und es sind eben so die Samen gepflanzt, um diese große ganze Geschichte dann wahrscheinlich auch bis zum Schluss fassen zu können. Ich mochte es wirklich sehr gerne hören, es hat Spaß gemacht es zu hören, auch der Erzähler ist wirklich großartig, diese Stimme und wie er jedem Charakter so seinen eigenen Tonfall gibt, fand ich wirklich großartig und ich habe unglaublich gerne gehört und es war wirklich spannend wieder erzählt und es gibt natürlich immer mal Momente, wo man denkt, naja, ja, aber im Grunde hört man unglaublich gerne zu, auch sehr aufmerksam zu. Man möchte nichts verpassen. Es ist für mich auch wieder kein Hörbuch, bei dem ich einschlafen könnte, sondern wirklich, wo ich eher den gegenteiligen Effekt habe und ich denke, jetzt willst du entspannen, hörst du noch eine halbe Stunde im Bett, wo dann aus der halben Stunde eine Stunde oder mehr wird. Also das muss man definitiv dazu sagen. Auch hier schafft Jeffrey Archer wirklich eine großartige Geschichte zu erzählen und natürlich war ich direkt sehr, sehr gespannt dann auch auf den zweiten Teil, der dann bei mir als leider nur gekürzte Version vom Verlag angekommen ist, aber dazu dann einfach in der nächsten Bücherwoche ein bisschen mehr. Hier kann man sagen, ein guter Auftakt einer Reihe, einer Trilogie. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie die dann sich auch forterzählt. Dann hat mich ein E-Book erreicht, auf das ich mich mega, mega gefreut habe und auch über den Posteingang habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe von der lieben Jackie Fellgut Verliebt in Miami als E-Book erhalten, schon zum Vorablesen, deswegen kann ich es jetzt in dieser Bücherwoche sozusagen auch schon vorstellen. Allerdings ist es jetzt auch schon da. Aktuell gibt es das E-Book zum Schnäppchen-Angebotspreis von 99 Cent. Also greift da auf jeden Fall zu und ihr werdet auf jeden Fall ein wunderschönes Buchcover sozusagen haben, denn das ist Jackie auch diesmal wieder unglaublich gut gelungen. Ich finde überhaupt, wenn man sich so Self-Publisher anschaut, dass es da wirklich nur so eine Handvoll gibt, die wirklich immer wieder kreative, neuartige Cover herausbringen, die einen ansprechen, die irgendwie lebendig sind, die nicht diese schwarz-grauen Millionärs-Cover, ja, die alle irgendwie 0815 aussehen sind, sondern Jackie gehört wirklich zu einer Handvoll Autoren, die ich finde immer wieder tolle Cover zu ihren Büchern dazu bringen, was ja nicht selbstverständlich ist. Und ich fand auch oder finde auch wirklich hier dieses Pink mit der gelben Schrift und diesen Monsteras unglaublich schön und Palmen und einfach überhaupt wunderschön gestaltet. Und auch wenn bei Jackie nicht die Bücher vom Cover her direkt, sage ich jetzt mal so, zueinander gehören,
sieht man trotzdem, dass es, finde ich, ein echter Fellgut ist. Und das fand ich wirklich toll. Als ich dieses Cover das erste Mal schon auf der Buchmesse gesehen habe, ich glaube, es war hinten auf dem Lesezeichen unter der Visitenkarte drauf, war ich schon total verliebt und habe mich jetzt natürlich gefreut, dass ich es lesen durfte. Wir haben hier einen Liebesroman, der Wie sollte es anders sein? Der Titel kündigt es ja schon an, dass es in Miami spielt. Und wir treffen auf Nicole, eine junge Frau, die ja mehr oder weniger schon extremer Workaholic ist, die Immobilien verkauft und gerade dabei ist, eigentlich mit ihrer besten Freundin so einen kleinen Ausflug auf ein Boot zu machen und entspannen soll, aber dann zu einem Auftrag gerufen wird und dort trifft sie auf Joe, der auf einem Boot Meerjungfrauen beobachtet und diese Meerjungfrauen im Wasser nehmen dann auch einen etwas größeren Teil dieser Geschichte ein, was ich einfach großartig finde. Denn es geht dabei natürlich nicht um Meerjungfrauen, wir sind hier nicht in Fantasy, sondern es geht um eine spezielle Tierart, die auch geschützt werden soll und die eben so vor dem ein oder anderen Problem steht. Ich möchte aber gar nicht zu viel dazu sagen. Ja, das könnte ja nur die Spannung so ein bisschen nehmen. Wir erfahren, dass Joe eine Tochter hat, die liebe Kaylee, ein wunderschöner Name und eine großartige Tochter. Und erfahren auch so ein bisschen natürlich die Geschichte, warum Joe im Grunde ja alleinerziehend ist. Und man erfährt natürlich so ein bisschen durch die anbahnende Flirt-Liebesgeschichte der beiden natürlich ein bisschen mehr zu den beiden Charakteren, zu Kaylee, zur Mutter von Kaylee, auch wie das ganze Umfeld sozusagen ein bisschen funktioniert. Und haben hier wirklich eine Liebesgeschichte, die tief unter die Haut geht, die mein Herz unglaublich berührt hat. Und ich sag das ja gefühlt bei jedem Buch von der lieben Jackie, dass das wirklich ein absolutes Highlight ist und eins ihrer besten Bücher ist. Und man hat so den Eindruck, eigentlich ist es gar nicht mehr steigerbar. Und dann kam sie jetzt aber wieder mit ihrem aktuellen Buch her. Und man merkt, dass es noch eine Spur runder ist, noch eine Spur echter ist, noch mehr Gefühle hervorbringt, dass man lacht, dass man weint, dass man berührt ist, dass man die Aspekte, die Jackie hier mit reinnimmt, einfach, die ich großartig fand, so ein bisschen diesen Tierschutzgedanken, den es hier drin gibt, auf darauf so ein bisschen hinzuweisen, verschiedene Lebensmodelle so zu zeigen. Und ich fand gerade den von Joe und Kaylee wirklich großartig gezeigt und könnte ich mir tatsächlich auch super gut vorstellen. Und ich mag einfach, wie Jackie hier mit Worten spielt, wie sie Gefühle rüberbringt und wie sie die Charaktere mit den Gefühlen auch wachsen lässt. Und ja, es wachsen einem diese Charaktere auch sehr, sehr ans Herz und man hat immer den Eindruck, man ist dabei. Es ist kein, wir gucken als Leser sozusagen von außen hinzu, sondern man ist in der Geschichte, irgendwann sitzt man direkt mit im Boot von Joe und hat wirklich das Gefühl, man sitzt jetzt da. Man bekommt diese Geschichte aus erster Hand erzählt und es ist wunderbar, auch wie sie Musik in diese Geschichte mit hineingebracht hat. Wir haben Kapitelüberschriften mit verschiedenen Songs, die ich zum Teil wirklich gut fand und auch schon gekannt habe. Andere habe ich mir nachgängig dann sozusagen angehört, wo ich so denke, ah, das ist echt ein geiler Soundtrack zu diesem Buch. Und das fand ich wirklich großartig. Diese Mischung aus Leichtigkeit, die man so aus Miami erwartet, die man so aus einer Liebesgeschichte im Sommer erwartet, aber dann doch wieder diesen Tiefgang, der eben das Leben auch einfach so ein bisschen ausmacht, der ja die Liebe der beiden so ein bisschen, dieses Aufkommende wirklich wunderbar gezeigt hat. Und es gab einige Schmunzelmomente in dieser Geschichte, wo ich so dachte, ja, so ist es eben einfach, wenn man mal Single ist. Ja, ich habe mich da in manches gut hineinversetzen können und es war wirklich ganz, ganz toll erzählt. Und ich finde, Jackie hat hier wirklich wieder eine absolut runde Geschichte gezeigt an Dingen, die einen vielleicht noch vor einem Jahr an manchen Stellen so ein bisschen weniger gefallen haben, dass sie wirklich daraus lernt, dass sie sich weiterentwickelt. Und ich habe wirklich das Gefühl, man spürt das mit jedem weiteren Buch, dass da wirklich eine großartige Autorin ist, die wirklich so Herzblut in ihre Bücher gibt. Und das sage ich nicht nur, weil ich Jackie unglaublich gerne habe, sondern man merkt es eben auch einfach beim Lesen. Und ich kann durchaus trennen den Autor von einem Werk. Ich glaube, das weiß man, außerdem ich Fitzek-Bücher nicht immer alle in den Himmel lobe. Ich versuche da schon auf jeden Fall auch objektiv zu bleiben und das ist hier auf jeden Fall möglich, weil das Buch wirklich großartig ist, eine wunderbare Liebesgeschichte in ihrem Genre, finde ich, schafft es Jackie immer, mich zu begeistern. Es ist nicht zu kitschig, nicht zu triefig, es hat für mich genau die richtige Ebene, wo für mich eben Liebe funktioniert und ich das gerne lese und eben so diese Leichtigkeit, dass man das wirklich so in einem Schwupps auch durchgelesen hat und Jackie dann tatsächlich so gesagt hat, ich schreibe hier Wochen an der Geschichte und du suchtest das in einer Nacht weg.
Ja, es tut mir ja fast leid. Oder auch nicht. Aber man merkt daran natürlich, dass einem die Geschichte wirklich unglaublich gut gefallen hat. Und wer ja lockere, wunderbare Liebesgeschichten gerne liest und jetzt gerade so Frühling, Sommer vielleicht selbst so ein paar Frühlingsgefühle in sich hat, Schmetterlinge im Bauch hat, ich finde, der ist absolut richtig bei dieser Geschichte und kann sich hier wirklich auf eine Geschichte freuen, die auch mal ein bisschen anders ist, die andere Charaktere hat, die aber wirklich sehr, ja, die man einfach ins Herz schließen muss. Und gerade Kaylee fand ich wirklich großartig und ja, die fand ich wirklich Bombe. Ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Geschichte, zusammen mit natürlich den Meerjungfrauen. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Greift bei dem E-Book-Preis zu. Ich habe gesehen, der Taschenbuchpreis liegt, glaube ich, auch nur bei um die 9,99, 10 Euro. Und ja, ich glaube auch, dass dieses Büchlein dann irgendwann mal in meinem Jackie-Regal auf jeden Fall stehen wird. Weil allein dieses Cover ist ein absoluter Traum. Das müsste man sich irgendwie als Plakat sogar, glaube ich, irgendwie eine schöne Wand machen. Weil diese Töne, das ist wirklich großartig. Ich bin absoluter Fan und nicht nur von der Geschichte, sondern auch von dem Cover und ja, kann es absolut nur empfehlen. Auf das nächste Buch habe ich mich schon gefreut, seitdem ich es ja im Grunde entdeckt habe. Und zwar geht es um Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden von Genki Kawamura, einer, ich glaube mich zu erinnern, einer japanischen Autorin. Und ja, dieses Buch hatte mich vom Klappentext her so gefesselt, denn wir treffen hier auf ja, einen Mann, der krank ist, der sterben soll, und dann taucht bei ihm der Teufel auf und sagt, ja, ich gebe dir immer wieder einen weiteren Tag zum Lesen, allerdings lassen wir gemeinsam Dinge von dieser Welt verschwinden. Und ja, unser Protagonist ja, denkt sich, ja klar, so ein Tag mehr ist natürlich was Tolles. Und er geht auf diesen Handel ein und am ersten Tag verschwinden die Telefone. Am zweiten Tag verschwinden dann Filme. Dann verschwinden Uhren und allerlei andere Dinge. Und irgendwann sollen die Katzen von dieser Welt verschwinden. Und ja, er selbst hat eben auch eine Katze und erinnert sich auch wunderbar an seine Kindheit, in der es eben auch schon eine Katze in dem Leben von ihm und seiner Mutter gab. Und ja, er merkt dann, man muss manchmal so ein bisschen mehr über das Leben nachdenken und nicht einfach Dinge, die einfach Probleme bereiten, verschwinden lassen. Und ja, eine Geschichte, sie war relativ kurz, ich glaube mit 200 oder nicht mal 200 Seiten auch sehr schnell durchgesuchtet und man kann gar nicht so viel erzählen, ohne dass man irgendwie spoilert oder was vorwegnimmt, denn diese Geschichte verändert Leben und das klingt jetzt wieder so dramatisch, aber ich fand die Gedanken in dieser Geschichte wirklich ganz wunderbar. Ich mochte die Message dieses Buches, ich mochte die Erinnerungen, die unser Protagonist hat, die er so denkt in den letzten Stunden sozusagen. Er hat ja immer nur 24 Stunden Dinge, über die er sich eben Gedanken macht, Personen, die er im Grunde nochmal kontaktiert und auch ja, Beziehungen, die er so in Frage stellt oder eben neu aufleben lässt, weil er eben noch einen Tag mehr hat. Und ich fand diese Geschichte wirklich sehr herzerwärmend, sehr berührend, sehr zum Nachdenken anregend und man nimmt da einfach eine ganze Menge mit aus dieser Geschichte. Wirklich ein kleines Highlight, was ich großartig fand, was vom Schreibstil ein bisschen spezieller war, ein bisschen anders war, was natürlich auch einfach, glaube ich, daran liegt, dass es eben eine japanische Autorin, wenn es nicht ein Autor war, ist, wo man eben einfach merkt, die ja, sprechen mit ihrer Sprache einfach ein bisschen anders. Die verwenden eben einfach einen stilistischen, eine ganz andere Art, Geschichten zu erzählen. Und man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber ich fand es wirklich großartig erzählt. Ich mochte einfach so diese Gedankengänge und was würde man verschwinden lassen? Was erwartet man sich davon, wenn auf einmal Uhren verschwinden? Denn die Zeit bleibt ja trotzdem irgendwie da. Was passiert, wenn keine Telefone mehr sind? Was passiert da? Was könnte man selbst vielleicht entbehren, um einen Tag mehr Leben zu gewinnen? Ist überhaupt dieser Preis nicht viel zu hoch? Und all diese Dinge, die man sich da so ein bisschen fragen kann. Und ich fand dann wirklich so, das runde Buch war wirklich großartig. Also auch wirklich diese Gedanken, die sich von unserem Charakter durchgezogen haben, fand ich wirklich fesselnd, fand ich echt, fand ich ehrlich, fand ich direkt. Dieser Selbstzweifel an mancher Stelle, dieses, was kostet die Welt dafür, dass ich leben kann, und dann wirklich auch manchmal so die Frage, ja, verdient es überhaupt irgendwas zu verschwinden, nur damit ich leben kann, und immer dieses Hin und Her und diese Fragen und auch wirklich so die Liebe,
zu den Katzen, die eben in dieser Geschichte so wichtig sind, sonst würden sie natürlich nicht im Titel stehen. Und immer wieder diese Gedanken und diese Gefühle, die da übermittelt werden. Und ich habe ja selbst Katzen und weiß, wie es auch ist, Katzen zu verlieren. Also wenn sie einfach alt sind und uns dann verlassen. Und ja, es graut einem ja immer so davor als Tierfreund, wenn das einmal das Haustier, was ja irgendwo zur Familie gehört, im Grunde gehen muss. Ich glaube, das ist was manchen viel mehr stört, als wenn irgendwer in der Verwandtschaft dahin geht. Also, ne, so ist es ja zum Teil. Und ja, das sind so Themen, die in diesem Buch wirklich berühren, die fesseln und die mich auch wirklich sowohl zum Schmunzeln wie zum Weinen gebracht haben. Also auch sehr emotionsvoll und ja, eine wunderbare kleine Geschichte, die aber, ja, die so viel im Kopf auslöst und was ich einfach großartig fand. Also mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen und ich glaube, dass die Geschichte nicht nur Katzen, Tierfreunden gefallen wird, sondern eben jedem, der sich so ein bisschen mit dieser Materie einfach mal auseinandersetzen möchte und auch mit dieser Geschichte dann Spaß haben wird. Und ja, auch ein Buch, was definitiv demnächst mal ins Regal direkt einziehen muss, weil es ist für mich wirklich ein absolutes kleines Highlight. Und dann wurde es mal wieder Zeit für High Fantasy und diesmal hörend, denn ich habe die Königschroniken, ein Reif von Eisen von Stefan M. Rother als Hörbuch gehört. Ganz unabhängig voneinander habe ich von zwei ganz lieben Menschen ja im Grunde dieses Highlight empfohlen bekommen und dachte mir, wenn die beiden das irgendwie feiern, dann musst du da auch einfach mal reinhören und reinlesen. Und da hat es sich angeboten, dass ich gerade einen Audible-Gutschein noch übrig hatte und habe mir dieses Hörbuch auch gehört. Der zweite Teil erscheint jetzt im März, April. Ich glaube, das Buch ist im März erschienen, das Hörbuch erschien jetzt oder erscheint jetzt im April. Und dementsprechend denke ich, dass ich das auch in nächster Zeit hören werde. Und daran erkennt ihr schon, hier haben wir einen High-Fantasy-Roman, der mich definitiv begeistert hat, der mich überrascht hat und der ja einfach mal für jemanden, der schon so viel High Fantasy gelesen hat, nochmal Neues geboten hat. Und wenn man immer mal denkt, High Fantasy geht immer die gleichen Pfaden, man hier definitiv auch ein bisschen was anderes hat. Der Sprecher ist Volker Niederfahrenhorst, den Namen habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand auch, dass der das unglaublich gut vertont hat. Also wirklich, ja, wunderbar, wie er die Geschichte rübergebracht hat, wie er mit seiner Stimme, mit seiner Sprache gespielt hat. Das fand ich wirklich auch wieder großes Hörkino. Und ich finde es immer wichtig, dass die Sprecher einfach einem zusagen. Ich glaube, sonst macht auch das beste Buch einfach gar keinen Spaß, wenn man es dann irgendwie hört. Ja, wir sind hier im Kaiserreich der Esche und hier herrschen Unruhen, denn ein Machtwechsel steht bevor. Der Stammesfürst Morwa versucht in der düsteren Zeit die Völker des Nordens zu vereinen, was gar nicht so einfach ist. Doch nur noch ein Stamm muss besiegt werden, um wirklich dieses Königreich dann einheitlich führen zu können. Es ist dennoch Eile geboten, denn er spürt sein Ende näher kommen. Doch es ist noch nicht so richtig klar, wer an seiner Stelle dann eben dieses Reich führen soll. Denn er hat Söhne, ja, im Grunde beweisen müssen, dass sie zum Anführer geboren sind. Und die falsche Entscheidung von Morwa könnte aber eben das ganze Reich in Dunkelheit stürzen. Zudem haben wir als zweiten Erzählstrang die junge Laken, die aus dem Süden einem folgt, den sie erfüllen möchte, denn sie ist auf der Suche nach ihrer Schwester, als sie Söldnern in die Hände fällt und sie wieder in die Kaiserstadt bringt. Und ja, dort ist sie von Intrigen umgeben und weiß gar nicht so richtig, wie sie jetzt ihren Schwur im Grunde einhalten soll. In der längsten Nacht des Jahres spitzen sich alle Ereignisse so ein wenig zusammen und das Schicksal liegt eben nun in den Händen von drei Frauen, die unterschiedlicher und ähnlicher gefühlt eigentlich gar nicht sein könnten und wie dann eben das Land am Ende geführt wird und dass es eben nicht in die Dunkelheit abgleitet, das erfahren wir in dieser wunderbaren Geschichte. Hier muss vorneweg gesagt werden, es ist sehr anspruchsvolle High Fantasy. Man braucht eine gewisse Zeit, bis man in dieser Geschichte drin ist. Ich muss ehrlich sagen, so die erste Stunde, die ersten eineinhalb Stunden, was vielleicht so in etwa
die ersten 80 Seiten sein werden, habe ich zum Teil überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, weil ich wirklich Anfänge von Hörbüchern immer sehr, sehr bewusst gerne höre und habe wirklich manchmal gedacht, hä? Habe dann auch wieder ein bisschen zurückgespult und dachte mir, so richtig verstanden hast du es nicht. Hatte dann schon so die Befürchtung, dass dieses Buch vielleicht gar nicht als Hörbuch funktioniert, weil ich glaube, ich war tatsächlich auch so ziemlich mein erstes High-Fantasy-Buch als Hörbuch, was ich gehört habe und dachte dann, vielleicht ist High-Fantasy für mich selbst wirklich nur eher etwas, was ich selbst lese, um es tatsächlich so komplett aufzunehmen. Habe dann aber weitergehört, habe wirklich konzentriert gehört und bin dann in die Geschichte reingekommen. Und als nach 2 Stunden sozusagen der Knoten geplatzt war des Hörens, wusste ich, es hat dich. Es hat mich wirklich mitgerissen. Es gab dann auch kein Zurück mehr. Ich musste dann weiterhören. Ich habe sehr intensiv gehört. Ich habe viel gehört und habe mich an diesem High-Fantasy-Buch wirklich absolut begeistern können. Man merkt die Liebe zum Detail. Man merkt das Herzblut des Autors. Es ist sprachlich wirklich schon sehr hochkarätig. Es gibt sehr viele Charaktere mit wunderbar anderen Namen und das ist ja das, was für mich einen geilen High-Fantasy-Roman ausmacht, dass da eben keiner Michael, Hans und Fritz heißt, sondern wir wirklich außergewöhnliche Namen haben, die dann aber irgendwann in einen übergehen und man Teil dieser Welt wird, weil man eben diese Charaktere kennt, die Ländereien kennt und wirklich einfach bildhaft in diese Welt eintauchen kann. Und auch der Schreibstil von Stefan M. Rother ist wirklich sehr bildhaft, sehr ausführlich, zum Teil schon ein bisschen ausschweifend, was ich persönlich aber sehr, sehr schön finde, um eben einfach so dieses Worldbuilding fühlen zu können, um einfach zu sehen, wie diese Welt aussieht, diese Wege mitzugehen, die wir hier bekleiden, den Norden, den Süden, die Kaiserstadt kennenzulernen und einfach mit offenem Mund sozusagen davor zu sitzen und zu denken, oh, ist das geil. Und diese Momente gab es so einige in dieser Geschichte. Es passiert zum Teil wirklich unglaublich viel in kürzester Zeit. Bereits der Einstieg ist mitten in einer Schlacht und man denkt sich so, huch, ich bin hier so mittendrin. Und das passiert wirklich immer sehr, sehr häufig. Es gibt den einen oder anderen ruhigen Moment. Ich fand aber wirklich, dass auf dieser kurzen Erzählzeit, ich glaube, es sind ja umgerechnet nur 350 Seiten oder ähnliches, ihr findet das alles natürlich in der Infobox, ist unglaublich viel passiert. Und man bekommt immer mal Zeit, das ein bisschen zu verdauen, das zu verarbeiten, das mitzunehmen. Aber es passiert wirklich wahnsinnig viel und es ist einfach großartig und echt und ja, fantasievoll erzählt, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und trotz des Tempos wurde einem wirklich diese Welt, die Charaktere sehr, sehr nahe gebracht. Auch dieses ganze Umfeld, wie eben auch diese Machtspielchen funktionieren, hat man schon so ein bisschen greifen können, wenn auch am Ende es ein sehr gemeiner Cliffhanger war. Und man sich so denkt, man muss eigentlich direkt weiterhören. Die Charaktere sind zum Anfassen nahe geworden. Man hat wirklich den Eindruck, gerade die Frauen, die sind unglaublich toll erzählt. Und ich mochte es in dieser Geschichte auch sehr, dass wir starke Frauenbilder haben, aber dadurch die Männer nicht irgendwie schwächer erscheinen. Man hat das ja sehr oft in High Fantasy, dass vor allem eigentlich die männlichen Autoren immer die Männer so in den Vordergrund stellen. Wir haben ganz starke, tolle, große Männer und die Frauen, die so die Heimchen irgendwo sind an der Feuerstelle. Ich überspitze das jetzt natürlich. Was ich an manchem High-Fantasy-Roman nicht so gut finde. Das kann man sogar beim Herrn der Ringe ein bisschen kritisieren, dass es da bis auf Eowyn gefühlt eigentlich gar keine starke Frau gibt und die dann wieder zu mir schon wieder zu viel des Guten sozusagen ist. Und es passiert tatsächlich dann eher bei den weiblichen Autoren im High-Fantasy-Genre, dass die dann das andere einfach umdrehen und dann hat man diese starken, männlich wirkenden Frauen, die im Grunde vorwegpreschen und die Männer, die so klein gehalten werden und irgendwie so Randfiguren sind. Und ich mag weder das eine noch das andere, denn so funktioniert die Welt einfach nicht. Und Stefan M. Rother hat wirklich starke Frauen gezeichnet und eben auch Männer, die einfach ebenbürtig waren. Und das fand ich wirklich großartig. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, wo ich wirklich so diesen Moment hatte, so muss es einfach sein. So funktioniert, sollte eine echte Welt funktionieren. Und so hat für mich auch die High-Fantasy-Welt in den Königschroniken eben funktioniert. Und ich mochte wirklich diese Perspektivwechsel, dass einem so das ganz große Bild der Geschichte auch klar gemacht wurde und mochte eben auch so die Einblicke über
ja, das große Ganze, dass man immer mal so reingegangen ist in die Geschichte. Und ich habe auch einen Lieblingscharakter, die liebe Sölfa, zu der ich aber gar nicht weiter was erzählen möchte. Und natürlich wirst du diese ganze Energie, die sozusagen herüberkommt. Und ich fand das wirklich großartig. Ja, das war einfach toll erzählt. Es war wunderbar packend. Es war High Fantasy, wie man eigentlich glaubt, es gar nicht mehr lesen zu können, weil man eben gefühlt schon so viel kennt. Aber es ist wirklich auch ein kleines Highlight. Man muss wirklich den Anfang, das ist für mich so ein bisschen der Kritikpunkt, dass der Anfang eben doch ein bisschen schwer war, reinzukommen. Ich weiß nicht, wie man es hätte leichter gestalten können. Kann ich natürlich jetzt so schlecht sagen. Aber ich finde tatsächlich, dass das anfangs so ein bisschen den Hörlesespaß gehemmt hat. Und ich glaube, wenn man ein bisschen sehr ungeduldig ist, dann hat man da vielleicht gar keine Lust weiterzuhören. Und dann entgehen aber einem eine tolle Geschichte. Man muss halt so ein bisschen dranbleiben. Und es hat sich absolut gelohnt. Mir hat diese Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und mit dem Abstrich sozusagen von Anfang freue ich mich dennoch auf den zweiten Teil. Und ich glaube einfach, weil man jetzt in der Welt schon mal drin ist, dass man eben jetzt auch in dem zweiten Teil viel leichter, viel schneller reinkommt und dann wirklich noch mehr in dem Flow ist, wie es dann eben auch ja ab im Grunde der zweiten Stunde sozusagen des Hörens gewesen. Und dann kam auch schon das Leseclub-Buch Die Wahrheit über den Fall Harry Quibert von Joel Dicker. Ein Buch, zu dem ich jetzt tatsächlich gar nichts groß sagen werde, denn in der nächsten Bücherwoche ist das Buch dann auch beendet und da werde ich dann auch mein abschließendes Fazit dazu erzählen. Es ist ein relativer Wälzer, ich glaube mit über 700 Seiten. Ich glaube, wir hatten dann letzte Woche, als sozusagen die Bücherwoche geendet hat, auch schon knapp die Hälfte gehabt und da habe ich tatsächlich so ein bisschen gehadert mit der Geschichte und mir. Aber ich möchte dazu wirklich mein Endfazit dann erst geben. Ich glaube, das macht auch erst dann für euch ein bisschen mehr Sinn, dass man dann eben einfach so das ganze Buch betrachtet und das dann eben einfach in der nächsten Bücherwoche. So, und jetzt machen wir ein bisschen Tempo bei den letzten Folgen, denn ich merke, so langsam ist das Sitzen doch ein bisschen unbequemer. Ja, der Sieger des Mai-Buches im Leseclub steht fest. Wir hatten uns ja als Motto so ein bisschen leichte Frühlingslektüre herausgesucht und gewonnen hat die Holunderschwestern von Theresa Simon. Oder ist das eine deutsche Autorin und sie heißt Theresa Simon? Ja, wahrscheinlich. Ist eine deutsche Autorin, also Theresa Simon. Ist aber, glaube ich, ein Pseudonym, soweit ich das jetzt verstanden habe. Genau, Pseudonym einer deutschen Autorin, sogar einer bekannten deutschen Autorin. Naja, wie es manchmal so ist. Ein Buch, das, wie ihr seht, jetzt auch schon bei mir angekommen ist. Denn neben meinem eigenen Buch, das ich der Umfrage beigesteuert habe, haben mich auch zwei andere Bücher, sozusagen der anderen Mädels, sehr, sehr angesprochen. Und so habe ich mir die direkt auch schon bei Medimops bestellt. Unter anderem ja auch die beiden Diogenes-Bücher, die ihr vielleicht in der Insta-Story gesehen habt. Und eben auch die Holunderschwestern. Wie ihr seht, es ist auch schon eingeteilt. Und ich denke, dass wir die Einteilung jetzt auch bald posten werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte. Zwei ungleicher Schwestern, eine tragische Epoche, eine Liebe, die nicht sein darf. Und wir sind eben auch in Deutschland unterwegs, in München und ein bisschen was in London. Und begleiten hier die Zwillingsschwestern, die in der Provinz irgendwie zurückgelassen werden. Oder sie kehrt zurück. Fritzi und Fanny. Und das finde ich ganz lustig, denn mich hat früher mal eine Freundin in der Schule auch Fanny genannt, also von Stefani, das Fanny. Und von daher wird das komisch sein, dann jetzt auch eine Protagonistin zu haben, die irgendwie so klingt. Heutzutage bin ich einfach Steffi, aber sie fand das eben viel zu banal und fand dann immer Fanny eigentlich viel, viel schöner. Ich wurde ein bisschen anders geschrieben hinten raus, aber es ist jetzt ganz lustig, da mal ein Buch darüber zu lesen. Und wir werden im Mai starten. Ich glaube, so um den 21. herum haben wir gesagt, dass wir das wirklich im Mai auch beenden. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch und bin sehr, sehr gespannt und freue mich, dass ich es jetzt auch schon hier liegen habe. Ja, serientechnisch habe ich mir letzte Woche die letzten Folgen der Serie The Terror angeguckt. Über Amazon Prime ist das ja inklusive. Und ich hatte ja schon angefangen, glaube die ersten 5 Folgen angesehen und dann wurden ja auf einmal alle Folgen freigeschalten, was ich überraschend zur Kenntnis genommen habe, dann irgendwie vergessen habe und dann aber dann doch mal dachte, als es einen Tag regnete, jetzt guckst du dir die Serie einfach gar durch. Es ist natürlich schon schwierig, als es diese sonnige Woche war, zu sagen, ich setze mich jetzt hin und verfolge die Serie, wo es ja wirklich im Eis und Kälte spielt, das würde irgendwie gefühlt nicht passen. Deswegen habe ich auf den Regen
Tag gewartet und den dann auch genutzt. Ich muss wirklich sagen, für mich ist die Serie auch eine absolute Highlight-Serie. Ich habe die 10 Folgen sehr genossen, insofern man das sagen kann. Es ist natürlich schon historischer Horror mit, ja, also schon sehr brutalen Szenen. Man muss das tatsächlich schon so sagen. Ich glaube, sie ist auch ab 16 erst freigeschalten. Aber für alle, die Game of Thrones okay finden, die werden jetzt auch bei The Terror nicht extrem zusammenzucken. Man hat hier ja die Verfilmung des Buches hier unten von Dan Simmons, der, glaube ich, auch Produzent oder Teilproduzent der Serie ist. Und wir haben ja hier auch dieses historische, echte, was eben die beiden Schiffe angeht, die Terror und die Erebus, die eben den Nordweststrom entdecken wollten, also einen Seeweg im Norden der USA rüber nach Indien, wenn ich mich jetzt nicht wieder geografisch total verhapple. Und ja, wir haben ja hier ganz, ja, echte, bekannte Schifffahrtsgrößen der damaligen Zeit, die im Grunde ja diese Passage entdecken wollten und ja, sich da auf diese Reise begeben haben. Und ja, dann im Grunde steckten die beiden Schiffe fest. Das Schicksal ist bekannt, also ich spoilere jetzt keinen, wenn ich sage, dass die Schiffe da gefühlt immer noch liegen, dass diese Expedition nicht funktioniert hat. Man kann das auch durchaus auf Wikipedia und verschiedensten Dokumentationen, die es auch auf YouTube gibt, sich einfach mal ansehen. Man kann die Charaktere dadurch natürlich kennenlernen und was das eigentlich für Größen waren, die da unterwegs waren. Und bis heute stellt man sich die Frage, was ist mit der Mannschaft geworden? Was ist auf diesen Schiffen passiert? Wo sind die Menschen hingekommen? Es gibt ja verschiedenste, auch Augenzeugenberichten von Eskimos. Heute darf man das ja theoretisch nicht mehr so ausdrücken, aber in der Buch- und auch in der Serienform ist das gemacht worden, was ich jetzt auch so in Ordnung finde, weil es ist einfach historisch so. Und es gibt eben auch Dinge, die einfach die Nachfahren und Ähnlichem gar nicht mehr glauben wollen. Und man hat hier wirklich einen wahnsinnshistorischen Hintergrund und dann eben so das Was wäre wenn, was Dan Simmons einfach genial beschreiben kann, was er unglaublich gut hinbekommen hat. Und auch heute habe ich bei manchen Momenten, wenn ich da an das Buch denke, absolute Gänsehautmomente. Und die Serie hat es geschafft, das zu transportieren. Also es war wirklich ein absolutes Serienvergnügen, sich da einzufinden, die Charaktere, die Schauspieler, großartig. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe Grusel, ich habe Ekelmomente gehabt, ich habe auch sehr traurige Momente erlebt, bei denen ich durchaus auch wie im Buch schon dann auch in der Serie geweint habe und die mich wirklich sehr berührt und mitgenommen haben. Und ja, ich fand es einfach Hammer. Es ist eine wahnsinnig atmosphärisch erzählte Geschichte, die durchaus ja so manche Schwäche hat, diese etwas merkwürdigen Effekte, die es manchmal gibt, wo man denkt, wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, aber nichtsdestotrotz fand ich es großartig und ich mochte einfach die Schauspieler, ich fand es toll, wie das Zusammenspiel war und dass man sich das jetzt einfach so bildlicher vorstellt, wie es damals war. Ich selbst wäre gar kein Abenteurer, ich hätte überhaupt keinen Bock durch diese Kälte zu fahren und zu wissen, ich bin jetzt 3 Jahre irgendwie bei minus 40 Grad unterwegs oder 2 Jahre und nee, also da wäre ich absolut raus. Würden wir irgendwie so einen Weg durch die Karibik finden wollen, da wäre ich dabei gewesen. Aber ja, allein diese Vorstellung, was man, wie die Menschen damals tickten, was sie für wichtig erachteten und das wird einfach toll erzählt. Und wirklich so sehr nah an der Dan Simmons Geschichte. Das Ende war meiner Meinung nach ein bisschen anders als im Buch, aber ich fand es dennoch gut und wirklich, ja, also diese ganze Kombi war einfach großartig. Also dieser Grusel-Horror und wirklich so das Historische mit dem, ja, was sich eben Dan Simmons ausgedacht hat. Es soll eine 2. Staffel geben, wo ich jetzt leider gar nicht weiß, wie sich das zeigen soll, denn das Buch ist theoretisch erzählt. Ich weiß nicht, ob man in der 2. Staffel irgendwie die Geschichte weiterspinnt und einen Suchtrupp losschickt zum Beispiel und, keine Ahnung, dann irgendwie nochmal mit Rückblenden vielleicht arbeitet. Ich habe keinen, ich weiß es nicht. Oder ob man eine ähnliche Geschichte erzählt, vielleicht in eine andere Richtung, in eine andere Gegend geht. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich fände es ja sehr cool, wenn Der Berg verfilmt werden würde, also das andere Dan Simmons Buch, was ja sehr ähnlich ist von dem, wir nehmen was Historisches und machen Fiktion dazu. Aber ich, wie gesagt, werde da meine Augen offen halten und
habe diese Serie wirklich sehr, sehr genossen. Ein bisschen anders ging es mir mit der ersten Folge der zweiten Staffel Westworld, denn die läuft ja jetzt auf Sky. Ich hatte 1000 Fragezeichen in dieser ersten Folge und werde jetzt in dieser Woche definitiv die erste Staffel nochmal rewatchen, was ich vielleicht vorher hätte tun sollen. Aber ich hole das jetzt auf jeden Fall nach, um irgendwie zu begreifen, was es jetzt in der zweiten Staffel ging. Man merkt einfach, dass es schon ein bisschen länger her ist und dass man sie eben kein zweites Mal vorher geguckt hat und man nicht ganz so in diesem Westworld-Flow drin war. Aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall nachholen, indem ich die erste Staffel einfach nochmal anschaue. Und die ist zum Glück auf Sky Go auch erhältlich da kann ich das wunderbar auch genießen und mir anschauen auf dem Fernsehen und freue mich da jetzt auch aufs Entdecken. So, und bevor es jetzt noch dunkler wird und es noch mehr zieht in meinem Rücken, ja, man merkt jetzt definitiv, dass man schon wieder zu lange sitzt, denke ich, war es das zu dieser Bücherwoche, die ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat, einfach weil auch einige Bücher gelesen wurden und ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht so in dieser Woche gelesen habt, wenn ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben wollt, immer gerne, ob ihr die Serie The Terror angeguckt habt, ob ihr euch auf Westworld die zweite Staffel freut, bitte gerne her mit euren Gedanken dazu und natürlich zu allem anderen, wenn ihr natürlich auch eines der Bücher schon kennt, das ich jetzt hier gelesen gehört habe, dann würde ich mich da natürlich auch über eure Meinung freuen. Und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.